Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass ich hier etwas zum 100. Geburtstag von Paul Wulff beitragen darf. Ich möchte auch, wie meine Vorrednerin und Vorredner, ein bisschen mit einem persönlichen Beitrag beginnen. Es war, ja, ich glaube, um 1980, als ich im Stadtarchiv neben Paul saß und wir saßen beide an Akten über den Nationalsozialismus und es dauerte nicht lange, dann sagte er, ey, guck mal, hör mal, hier, da, das geht doch nicht. Und schon war ich mittendrin in einer Diskussion, die ich so noch nicht kannte, auch nicht gewohnt war. Von meinen Universitätsseminaren her war ich ganz was anderes gewohnt, da sagte kaum einer was meistens, aber nur der Professor. Aber diese Form, sozusagen mit Geschichte konfrontiert zu werden, war etwas, was mich herausgefordert hat. Und ich muss ehrlich sagen, es hat ein bisschen was gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das so eine Art historische Inklusion war. Und ich glaube, er hat das gerade auch eben so dargestellt, also wie man mit Personen umgeht, die selbst so eine Form von Erfahrung gemacht haben und wie man ihnen Wertschätzung entgegenbringt, aber wie man auch sie begleiten kann. Also das war ein besonderes Format und ich habe dann Paul Wulff über die Jahrzehnte immer wieder gesehen und erlebt, aber vor allem ist nach seinem Tod 1999, und Bernd hatte es gerade gesagt, sein Nachlass in die Geschichts- und Willertin-Rompel gekommen. Es war sozusagen der erste Nachlass, den wir bekommen haben. Noch heute ist oben ein Zimmer nur mit ihm gefüllt. Also es sind ungefähr 15 Umzugskartons und einige Mappen und andere Dinge, die dort zum Teil noch erschlossen werden müssen. Paul Wulff hat dann die Arbeit in der Willertin-Rompel über Jahrzehnte begleitet, direkt und indirekt. Es sind Seminare gemacht worden. Ich habe gerade Nicola Willenberg gesehen oder Franz Werner Kersting hat Vorträge gehalten zu Themen, wie man mit Inklusion umging. Bernd Drücke ist ein Erinnerungspartner, der in Schulen geht. Kim Kien ist mit Schülern unterwegs gewesen. Also alleine hier auf dem Platz sind schon einige da, die mit diesem Thema gearbeitet haben. Er war in allen unseren Dauerausstellungen sehr präsent vertreten. Mit seiner Geschichte, mit seinen Aussagen, auch der Film von Robert Kriech bei den Kurzausschnitten dort zu sehen und hat vor allen Dingen auch Gäste aus dem Ausland sehr beeindruckt. Und auf Geschichtsfaden, Geschichtsrundgängen sind wir auch immer hier vorbeigekommen. Und ich möchte noch mal kurz an jemanden erinnern, an Volker Pade, der für mich wesentlich der Mensch war, der uns diesen Nachlass ermöglicht hat und der mit anderen, Detlef Lohr ist, glaube ich, hier, Brigitte Diehl, so eine Art Crowdsourcing in der Villa gemacht hat. Heute ein ganz modernes Verfahren, wie Archive sich ihre Inhalte durch Hilfe von außen erschließen lassen können, ist vom Freundeskreis, ohne dass sie wussten, dass es diesen Begriff gab, schon vor 20 Jahren durchgeführt worden und bildet die Grundlage für viele Dinge, die später in der Bildungsarbeit genutzt werden konnten. Und das hat ja in den Publikationen, die dann erschienen sind, auch seinen Niederschlag gefunden. Beispielhaft möchte ich Ihnen aber ein Dokument einmal kurz vorlesen aus diesem Nachlass. Es stammt wahrscheinlich aus der Zeit um 1960 und ich glaube, dass ein bisschen da der Geist von Paul Wulff herauskommt. Er ist, das ist ein Dokument ohne Titel, ohne Verweis, ohne Fußnote. Er spricht typisch in seiner Sprache dort ohne Punkt und Komma. Es ist das Blatt, wenn man sieht, hier immer von oben bis unten gefüllt. Es gibt keine Überschrift, keine Unterschrift. Also ist typisch ein Paul Wulff, wie er uns mit einer Vergangenheit konfrontiert. Ich lese mal vor und es beginnt mit einem Menschen, der Leiter dieser des Departements für Wiedergutmachung im Geschichtsort Willertin-Rompel war, ein Dr. Kluge. Dr. Kluge, so das Zitat, der es großartig verstand, seine Opfer abzuwimmeln durch kleine Entmutigungsgeschenke, war der saubere Herr, der seine Opfer angeblich vertreten sollte und zu entschädigen, abzuwimmeln. Eine Statistik besagt, dass gerade in dem damaligen Gebiet Münster, das sie heute vertreten, die meisten Ablehnungen erfolgte. Ich kann das bis heute nicht begreifen. Wie oft hatte ich vergebens und oft vielmals versucht, Anerkennung bei ihm zu erheischen, aber ihre hartherzigen Beamten hatten ja keine Regungen für diese Opfer. Ich kann es ja selbstverständlich erklären, es war ja der damalige Regierungssitz des Gauleiters Meyer. Da war der größte Teil der Beamten aus diesem Ressort, den Nazis stammte, kann es verstehen, dass ein größter Teil der Beamten daran dachte, diese Opfer zu quälen.
was Sie auch großartig verstanden hatten, das dazu zählte auch Ihre Abteilung. Ich habe viele Erlebnisse gehabt, als ich im Kaiser-Wilhelm-Ring Ihre Wiedergutmachungsabteilung ohne Erfolg besuchte. Ich entsinne mich eines Erlebnisses, da war einmal ein älteres Fräulein aus Israel, die weinte. Ich erfuhr es, sie war damals in Haifa, Israel, ausgewandert und hatte dort ihre neue Heimat, die Wiedergutmachung, beantragt. Sie bekam den Bescheid aus Deutschland, dass ihre Wiedergutmachung in Haifa an die zuständige Behörde abgeholt werden kann. Die Behörde in Haifa teilte ihr mit, dass hier nichts vermerkt von irgendeiner Wiedergutmachung. Sie solle sich an eine deutsche Behörde wenden. Sie fuhr nach Deutschland in ihre frühere Heimatstadt Münster. Hier teilte ihr die Wiedergutmachungsabteilung Münster mit, dass keine Wiedergutmachung erlangen könne. Aber leider die, dann hört die Seite auf. Also es ist so ein Fragment in typischen Form, wo er sich irgendetwas aufgeschrieben hat, festgehalten hat für eine Publikation ohne Lektor, ohne irgendwas. Zwar müssen wir natürlich auch ein bisschen einen historischen Blick auf diese Information werfen. Also er hat wahrscheinlich den Gauleiter Meyer mit dem Befehlshaber der Ordnungspolizei verwechselt, der in dem Haus saß, auch das wusste damals noch keiner so richtig. Und die Entschädigungsrate in Münster war relativ hoch im Vergleich zu anderen Wiedergutmachungsbehörden, weil nämlich hier im katholischen Milieu sehr viele Katholiken entschädigt worden sind, anders als in Arnsberg zum Beispiel. Aber das konnte er aus seiner subjektiven Perspektive der Besucher dieses Hauses ja nicht wissen. Mir ist aber wichtig zu zeigen, dass Paul Wulff nicht nur ein NS-Verfeuchter, ein NS-Aufklärer, das haben wir ja gehört, sondern auch ein Seismograf für die Erinnerungskultur in Münster war. Im Positiven, im Aktiven, aber wie auch inaktiv, wie wir gerade aus diesen Geschichten gehört haben. Und nicht zuletzt die Rezeptionsgeschichte dieser Skulptur mit dem Pro und Contra ist ein wirklich spannendes Exempel für die Erinnerungsgeschichte in Münster. Gestatten Sie mir am Schluss eine persönliche Bemerkung. Ich hatte von meinem Dienstanfang gesprochen und jetzt zum Dienstende kann man vielleicht mal eine Idee auch nochmal in die Öffentlichkeit geben. Die Renovierung dieses Platzes hier, man sieht es ja, es steht an, es soll etwas geschehen. Es wird geplant und es ist auch so beschlossen, dass die Skulptur von Silke Wagner wieder hier hinkommt. Und das ist gut und ich werde es unterstützen. Ich könnte mir aber auch danach, wenn die Skulptur nicht mehr als Skulptur gesehen wird, sondern wenn sie dann wirklich das Denkmal für Paul Wulff ist, vorstellen, dass sie eine andere Gestaltung bekommt, nämlich dass die Geschichte von Paul Wulff auf ihr in leichter Sprache, vielleicht mit einer Graphic Novel, so dargestellt wird, dass Paul Wulff selbst einen inklusiven Beitrag zur Erinnerungskultur der Stadtgeschichte Münster leisten kann. Vielleicht wäre das etwas, was für die Zukunft mal möglich ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.